zurück zu Hogwarts Legacy. Hunde sind ruhig gestellt, bestochen mit Leckerlis. Ich hoffe, sie sind nicht zu schnell fertig, damit ich hier weiter Ruhe habe. Ja, was ich noch sagen will, was ich scheinbar immer zu wenig sage, wenn es euch bei mir gefällt, dann abonniert gerne meinen Kanal, liked meine Videos und was man halt so machen kann und Kommentare helfen mir auch sehr, also ja, ich würde mich sehr freuen. Jetzt aber zu Madame Kogawa. Madame Kogawa, ich habe Ihre Aufgabenliste abgearbeitet. Ja. Wunderbar. Ich nehme an, Sie sind mittlerweile besser mit Ihrem Besen vertraut? Ja, sind Professor. Natürlich. Das freut mich. Machen Sie weiter so. Vielleicht kommen Sie eines Tages in die Quidditch-Mannschaft. Das wäre falls cool. Black Quidditch jemals wieder erlaubt. Nun, da diese Aufgaben erledigt sind, beginnen wir. Glacius. Achten Sie auf Ihren Zauberstab. Achten wir auf den Zauberstab. Upsala. Gelb? Ich hätte jetzt schwören können, dass es blau oder so ist. Sehr gut. Sie sollten Ihren neuen Zauberspruch hier in meinem Büro üben, ehe Sie ihn auf die Welt loslassen. Gucken wir doch mal, was kann es denn überhaupt? Friert Gegner ein und erhöht den Schaden, den sie durch Folgeangriffe erleiden. Ziemlich nice, ehrlich gesagt. Oder wir machen das dahin und machen Verstecken dahin. Ist vielleicht am besten so, ne? Den brauchen wir ja nicht doppelt. Ja, das ist ganz gut. Ach so. Revelio. Dann üben wir doch mal. Gracias. Na bitte. Sie lernen schnell. Ach, das macht gar keinen Schaden. Oder macht es doch Schaden? Machen die Gelben einfach keinen Schaden? Könnte natürlich sein, ne? Dass die Gelben einfach keinen Schaden machen, sondern sozusagen nur Statusveränderungen sind. Ihre Lektion bestimmt gelernt. Aber üben Sie nur weiter. Also, Kinästhetik ist ein effektives Lernmittel. Sehr geehrte Madame Kogawa, wunderbare Neuigkeiten, dass Sie dem Lehrkörper von Hogwarts als unsere neue Fluglehrerin beitreten werden. Dieser Hund ist schon fertig. Mit seinem Kauknochen. Diese Schrift fällt mir tatsächlich immer schwerer zu lesen, weil die N's und M's und irgendwie und ja. Ich wage zu behaupten, dass unsere gemeinsame Arbeit in Hogwarts weniger ereignisreich sein wird als unsere Zeit am Hafen von Yokohama. Aber man weiß ja nie. Ich freue mich darauf, Sie bald wiederzusehen. Sollten Sie in der Zwischenzeit Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, mir eine Eule zu schicken. Herzliche Grüße, Matilda Weasley. Revelio. Oh, nichts vergessen? Okay, das heißt, Glacius haben wir gelernt. Kartenkammer, Pflanze und Ernte Flussgras, das müssten wir vielleicht nochmal. Flipendo, keine Ahnung, was das macht. Flussgras, keine Ahnung, ob wir das können. Aber wir gucken mal ganz kurz, ob wir das noch anpflanzen können. Wir können ja nochmal so ein Gewächsding hinstellen und mal gucken, ob wir da die Möglichkeit haben. Ansonsten müssten wir mal kurz nach Hogsmeade, um das zu kaufen. Darf ich bitte hier durch? Dauert immer noch ein bisschen. Irgendwas konnten wir doch eh schon nicht mehr sammeln. Irgendwas war doch voll. War das das? Ich glaube, den. Knöterich, Schrumpel, Flussgras. Falsche Topfgröße. Okay. Was ist denn das? Das ist alles hier das Gleiche, ne? Suni! Das ist auch die, falsche Topfgröße. Das ist das Gleiche hier, ne? Große Pflanze. Ach so. Das heißt, es kann nur dahin. Ja, warte, wir können das da.
Was war denn hier? Alraune, ne? Wobei wir hätten auch mal... Warte mal, wir können auch mal Knöterich, was auch immer das ist, hier pflanzen. Venemosa, komm mal her, bitte. Und wir machen mal... Flussgras. Und Dünger kriegt's auch. Okay. Dann haben wir das auf jeden Fall schon mal... gepflanzt. Ernten müssen wir doch aber auch noch, oder? Weil das da jetzt nicht mehr steht. Guck mal, wir können wieder 4 davon machen. Okay. So, dann einmal theoretisch kämpfen, würde ich fast schätzen. Pflanze und Ernte. Ja, Pflanzen haben wir aber geerntet noch nicht. Vielleicht, weil wir einfach was besitzen. Ich weiß es nicht. Suni? Jetzt kratzt sie schon an der Tür. Kleinen Moment mal. So, da bin ich wieder. Vielleicht erkläre ich das nochmal ganz kurz. Es ist nicht, dass ich die noch nicht rauslassen möchte. Sie war draußen schon mehrfach. Und auch gar nicht wenig. Aber der zweite Hund, oder der eigentliche erste Hund, Suni ist ja die neue Kleine. Nala ist die, die auch auf meinem Bild hier im Facebook ist. Also nein, nicht im Facebook, im YouTube. Dieses Hintergrundbild, dieser Banner, da ist, da hatte ich irgendwie, glaube ich, bei Instagram mal ein Bild hochgeladen, was so ähnlich ist wie das da, wo sie da durchs Bild latscht. Es gibt, glaube ich, auch ein Video, wo sie mit dabei ist. Und die hat sich mal wieder, weil sie kamikaze-mäßig spielt, ihre Wolfskralle, genau genommen die Daumenkralle, das ist die, die vorne am Fuß oben an der Seite ist, abgerissen oder halb rausgerissen. Die musste aber im Tierarzt rausgezogen werden. Und deswegen ist die so ein bisschen eingeschränkt. Und damit sie nicht immer hoch und runter läuft mit der Treppe, gehen wir mal dahin, soll eben Suni, die Kleine, nicht die ganze Zeit hoch und runter rennen und schon gar nicht da Theater machen an der Tür, denn dann will nämlich Nala natürlich auch dahin. Ich habe jetzt mal die Tür offen gelassen, dann kann sie wenigstens hoch und runter rennen. Ja, denn Nala ist nämlich nicht so vorsichtig beim Treppe laufen. Die rennt jetzt im Moment mit dem Verband, den sie da hat, dreibeinig und rennt auch dreibeinig die Treppe runter. Und ja, das klappt halt nicht so gut und sie fällt ganz oft hin. Deswegen, ja, muss man da immer vorsichtig sein. So, warte mal, einmal Tab und ganz kurz nochmal Tab. Ortego. Und ganz kurz, oh, warte, nochmal Tab. Super. Guck mal, sind die jetzt alle von alleine tot? Das ist ja praktisch. Also diese Pflanzen scheinen echt ganz gut zu funktionieren. Kehre zu Professor Garlic zurück. Machen wir doch direkt. Auf Anhieb. Warte mal, bitte einmal nach Hogwarts. Ja, ich würde ganz gerne erstmal, das ist der richtige Flügel, dahin reisen. Ich hoffe, das ist der richtige Wegpunkt. Suni! Ja, wenn sie jetzt jammert, ich lasse sie einfach erstmal jammern. Ich hoffe, es ist nicht so laut hier im Mikrofon. Manchmal ist das ja so, dass bestimmte Töne viel lauter rüberkommen, als ich sie hier höre. So, Madame Professor Garlic, ich habe alles gemacht, was du gesagt hast. Gib mir irgendwas. Ein Hybrid vielleicht. Springende Tentakula. Ich weiß nicht, ob das ich habe Ihre Aufgaben alle abgeschlossen, Professor Garlic. Wunderbar. Ich hoffe, ich konnte Ihnen damit die Pflanzenwelt etwas näher bringen. Mich hat sie bereits auf ewig verzaubert. Erst gestern habe ich stundenlang meine selbstdüngenden Sträucher und Ginsterbüsche beschnitten. Die Zeit verging wie im Flug. Im Nu ging die Sonne unter. Wenn es etwas gibt, das mich mehr begeistert als meine gedeihenden Pflanzen, dann sind es gedeihende Schüler. Nun, sind Sie bereit, Flipendo zu lernen? Ja. Kinn hoch, locker halten. Es kommt alles aus der Hand. Versuchen Sie es. Versuchen wir es mal. Bei diesem Spruch sollten Sie sich konzentrieren. Nichts ist peinlicher, als einen Freund umzustoßen, wenn man nur ein paar Töpfe verschieben wollte. Ja, ich konzentriere mich sonst nie, deswegen... Wunderbar gemacht. Wenn Sie noch etwas üben. Üben. Ja, wir wollen üben. Was war das hier nochmal? Das haben wir noch nicht. Das ist auf jeden Fall gut. Expelliarmus.
Ach, mit Expelliarmus können wir... Wir wollten ja oder sollten eigentlich von diesem Koboldlager den Armbrustdingsterbumster kriegen. Das hätten wir wahrscheinlich damit gemacht, ne? Naja, machen wir mal anzünden erstmal weg. Können Sie das gerne im Gewächshaus tun, aber... Hallo, wie ein Naturtalent. Ah. Okay. Der weiche Zurückflug. Flipendo ist ähnlich wie Akio, ein Kraftzauber, der Villagen Zauber brechen kann, indem er die Ziele auf den Kopf stellt. Okay. Cool, schätze ich. Ich weiß zwar noch nicht, wofür wir das brauchen, aber für irgendwas brauchen wir es bestimmt. Dann haben wir noch Professor Sharps Aufgabe, beschaffe und teste einen Unsichtbarkeitstrank und Donnergebräu gegen Gegner. Das heißt, das hätten wir eigentlich gleich mal schon im Dings mitmachen können, ne? Im Raum der Wünsche mal schauen können, als wir da waren. Dann reisen wir doch nochmal ganz kurz dahin, um mal zu schauen, ob wir die herstellen können oder was uns vielleicht auch noch fehlt. Ich könnte auch mal wieder nach den Tieren gucken, ne? Und die mal wieder streicheln und Materialien einsammeln, aber wir sind ja jetzt hier quasi auf Mission. Was haben wir denn hier? Donnergebräu, Frucht der Schrumpelfeige, klasse. Knöterichzweig, Trollpopel. Okay, den können wir also einmal herstellen, aber dafür brauchen wir, was brauchen wir da? Frucht der Schrumpelfeige. Keine Ahnung, wo wir das herkriegen. Vielleicht können wir das uns einfach kaufen. Schrumpelfeige. Schrumpelfeige. Okay, wir können ja mal... Ach, haben wir nach dem Düngerdings da hinten eigentlich mal geguckt? Nee, ne? Guck mal, nee, das wollte ich doch gar nicht. Das hier wollte ich. Dann kann das nämlich auch Neues bauen. Ja, sollte ich mal gar nicht vergessen. So, dann also nochmal ganz kurz nach Hogsmeade. Vielleicht kaufen wir auch einfach... Wir haben gar nicht mehr so viel Geld, ne? Warte mal, wir können ja vielleicht mal dahin. Und mal gucken, ob wir noch irgendwelche Tiere verkaufen können. Ich meine, die meisten kriegen wir ja auch einfach wieder. Irgendwie hier diese Knuddelufs, diese... Die heißen nicht Knuddelufs, die heißen... Reisen erweitert den Horizont. Keine Ahnung, ich... Die auf jeden Fall, ihr wisst schon welche. Die finden wir ja sicherlich. Knuddelmuff. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Kommen Sie rein. Verzeihen Sie den Gestank. Neue Lieferung Krötenhaut. Ja, Knuddelmuff. Nicht Knuddelmuff, sondern Knuddelmuff. Ist ja fast das Gleiche. Welche Tierwesen-Nebenprodukte möchten Sie denn gern erwerben? Gar keine eigentlich. Ich möchte welche verkaufen. Die ist da nämlich. Und... Ich glaube, das hatten wir doppelt, ne? Oder hatten wir das da doppelt? Das hatten wir, glaube ich, nicht doppelt, aber das verkaufen wir trotzdem. Ach komm. So. Das brauchen wir alles nicht. Sie können gerne wiederkommen. Mach ich. Sie sind jederzeit willkommen. Mache ich irgendwann mal. Fupa-Sammlung aktualisiert. Weil wir das da gesehen haben, weil das da rumläuft in dem Laden. Und einmal bitte dahin. Fliegen dürfen wir hier leider nicht. Dann gucken wir mal, ob wir hier... Ich habe schon wieder vergessen, was es war. Ich weiß noch, wie es aussieht. So ein lilanes Dings. Ob wir das da kriegen. Mein Merken hat wirklich gut funktioniert. So, so, so. Gleich da. Gleich geschafft. Ha, da sind wir. Lass mich rein. Hallo. Hallo. Sie sind... Danke nochmal für das Liefern dieser Tränke an Madame Lawang. Hat mir viel Zeit und Ärger erspart. Hat er nicht. Es gab noch einen anderen Laden. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Ich denke, Sie sind bereit für Arresto Momentum, den Verlangsamungszauber. Damit frieren Sie Objekte oder Personen in der Luft ein. Erledigen Sie einfach ein paar Aufgaben und kommen Sie dann zu mir. Okay, schätze ich. Aber ich will mal gucken, ob wir... War das hier oben? Das da, ne? Ja, wir gehen einfach hier außen rum. Was soll denn das? Oh, falsch.
So. Oh, meine Biscuit. Ist das eine Katze? Biscuit? So, dann laufen wir mal schnell hier hin und gucken mal, ob wir da endlich dieses Teil kriegen. Ja, ja, ja. Ich hoffe doch, dass wir das kaufen können. Ich habe sonst ehrlich gesagt keine Ahnung, wo wir das herbekommen. Ich habe solche Pflanzen noch nicht gesehen, denn wenn ich sie gesehen hätte, hätte ich das schon gelootet und mitgenommen. Aber dem war nicht so. Daher entschuldige, tust du mir einen Gefallen? Gucken wir mal, ob wir das bei ihr bekommen. Dann schauen wir doch mal, was ich im Sortiment habe. Nichts, was mir hilft. Ja, dann weiß ich ehrlich gesagt nicht. Dann müssen wir den Trank. Meine Tür steht immer offen. Ne? Einfach kaufen. Kommen Sie gerne wieder. Okay, dann gehen wir doch nochmal zurück zu Pippin. Und gucken mal, ob er den Trank dazu verkaufen hat, das Donnergebräu. Hätte ich mir tatsächlich den Einkauf von dem Rezept sparen können. Aber naja, man lernt nie aus. Außerdem haben wir es dann für den Fall, dass wir irgendwann mal diese Items finden, diese Pflanzen. War das hier schon? Nee, das ist noch zu früh, ne? Nicht da unten wahrscheinlich. Naja, egal. Wir finden den Weg schon irgendwie, hoffe ich. Hoffe ich? Das hoffe ich sehr. Das hier, ne? Das war das, oder? Ja, das war Pippins. Danke nochmal für das Liefern dieser Tränke an Madame Lawang. Hat mir viel Zeit und Ärger erspart. Das hier ist das, ne? Boah, 1000. Eine weise Entscheidung. Vielen Dank. Sehr teuer. Gut, dass wir noch ein paar Tiere verkauft haben. Dass wir noch ein paar Tieren ein besseres Zuhause gesucht haben. Okay. Das heißt, wir können die jetzt verwenden. Über in der Nähe der Zinnen, das Fliegen. Über in der Nähe der Keenbridge, des Keenbridge-Turms, das Fliegen. Das heißt, wir müssen da diese Luftballons wieder kaputt machen, diese Ballons. Den verfolgen wir mal. Und dann könnten wir eigentlich nochmal hier mit Sebastian oder mit Nutty das machen. Was haben wir denn hier noch? Das sind hier halt diese Beziehungsaufgaben, ne? In den drei Besen, das wäre hier um die Ecke. Machen wir das zuerst? Wir können ja mal gucken, wo sie hier ist. Das müsste sie sein, ne? Drei Besen. Ja, wir gucken mal, was sie will, aber vielleicht machen wir dann trotzdem erstmal. Oder vielleicht müssen wir sozusagen in dem Zusammenhang ja auch kämpfen und könnten diese Tränke benutzen. Ja, 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 ja. Genau, hier ging es rein. Schön, dass Sie hier sind. Hallo. Hallo, Sirona. Danke für die Eule. Wie geht es Ihnen? Ah, hallo. Haben Sie Lordgok gefunden? Das habe ich, danke. Wir haben uns nett unterhalten. Er lässt grüßen. Das freut mich. Ich werde nicht nach weiteren Einzelheiten fragen. Und ich werde Sie nicht erneut ermahnen, vorsichtig zu sein. Aber bitte seien Sie's, was immer Sie auch vorhaben. Ich, natürlich. Ihre Eule erwähnte, Sie brauchen Hilfe bei etwas? Das stimmt. Ich dachte, Sie wären genau die richtige Person, um meiner Freundin Dorothy Sprottle in Upper Hawksfield zu helfen. Ich glaube, ich kenne Mrs. Sprottle noch nicht. Sie ist reizend. Ihr verstorbener Mann Aiden war ein Freund meines Vaters. Ich habe bei Dot und Aiden gewohnt, wenn ich hier im Sommer als Schülerin gekellnert habe. Seit Aidens Tod habe ich sie einige Male gesehen, aber hier war zuletzt so viel los, dass ich nicht besonders aufmerksam war. Ob Sie wohl bei ihr vorbeischauen könnten? Sie braucht vielleicht Hilfe beim Sammeln einiger Zutaten für den Mega-Power-Trank. Und Sie könnten dabei auch etwas für mich wiederfinden. Eine Schachtel mit alten Briefen und derlei. Warum hat Mrs. Sprottle einen Vorrat an Mega-Power-Tränken?
Dort ist eine geschickte Trankmeisterin. Sie versorgt reisende Händler mit dem Mega-Power-Trank. Uns auch? Eine gewöhnliche Vorsichtsmaßnahme, die leider zur Notwendigkeit wurde, seit Ranrocks Anhänger die Handelswege stören. Warum haben Mr. und Mrs. Sprottle nach so langer Zeit ihre Briefe noch? Dort fand sie beim Ausräumen eines Schranks einige der wenigen, die ich hatte, als ich jung war. Ich weiß gar nicht, was genau in der Schachtel ist. Sicher furchtbar dramatisch. Geschichten einer jungen Hexe und ihrer Freunde. Sie dürfen ruhig hineinsehen, wenn Sie sie finden. Ich kann mir vorstellen, dass sie einige schöne Erinnerungen enthält. Okay, dann... Ich werde versuchen, bei ihr vorbeizuschauen. Das würde mir wirklich viel bedeuten. Und Dorothy sicher auch. Aiden wollte mir die Briefe bringen, als er krank wurde. Dot weiß, wo er sie verloren haben könnte. Sie finden das Dorf nördlich von Hogsmeade. Bitte grüßen Sie dort von mir. Das machen wir, aber da fällt mir ein, wo sie von Freundin spricht. Wir sollten ja auch für Deke nach seinem Kumpel da gucken. Ich habe seinen Namen gerade vergessen. Irgendwas mit T oder so. Deke, Tiep, Piet. Warte mal. Hauselfenkoma. Tops. Naja, fast. Das wollte ich nämlich auch ganz gerne machen, aber das ist Stufe 20. 11. Ich würde quasi versuchen wollen, erstmal so ein bisschen das Low-Kram hier abzuarbeiten. Konkurrenz wegfegen, kaufe eine Besenverbesserung. Warte mal, das können wir eigentlich direkt mal machen, ne? Das muss ja gleich hier um die Ecke sein, der Laden ist hier, ja? Ist das der hier? Ja, ne? Vielleicht können wir das bei Ihnen... Wie schön, Sie wiederzusehen. Na, wonach suchen Sie heute? Mal ganz kurz. Außergewöhnlich. Wollte ich gerade sagen, mal hier eben verkaufen. Wenn die Sachen natürlich alle besser sind, verkaufen wir sie natürlich nicht. 46. Warte mal, wir ziehen erstmal an. Warte kurz. Ich bin sofort bei dir. Danke fürs Vorbeischauen. Hoffentlich. Ausrüstung. Was haben wir denn da alles? Das hier ist. Das hat hier halt Verteidigung 4. Das hat keine Verteidigung, aber. Es ist auf jeden Fall deutlich besser, deswegen ziehen wir das an. Und hier haben wir auch noch was. Das müssen wir erst, okay, das müssen wir erst identifizieren. Ja, der ist halt nur so semi viel besser, aber der lohnt sich schon. Zwar weniger Offensive, aber dafür mehr Verteidigung. Das ziehen wir mal an. Sieht kacke aus. So, dann lieber gar nichts. Hier noch irgendwas? Das ist auch besser, ne? 8 besser in der Offensive, 4 weniger in der Verteidigung. Ziehen wir an. Das muss reichen. Ist ja insgesamt gesehen immer noch besser. Okay, dann können wir die anderen hier verkaufen. Und mal schauen, ob wir bei ihm auch diese Besen verbessern. Na, wonach suchen Sie heute? Das können wir uns bestimmt nicht leisten, ne? Okay, das kann auf jeden Fall trotz der coolen Sachen erstmal weg. Das andere müssen wir hier noch identifizieren. Was kostet das denn? 1000? Ja, natürlich haben wir da nicht genug Geld für. Ist ja klar. Das heißt, wir können es doch noch nicht kaufen. Aber vielleicht beim nächsten Mal. Hoffentlich bis bald. In der nächsten Folge. Also, danke euch fürs Zuschauen und bis dahin. Ciao, ciao.